Servus PA-Freunde und Semitontechniker, heute sind wir beim David und den ein bisschen MTH-46 gegen MTH-30 vergleichen und einmal zusammenspielen lassen. Schauen wir mal, wie das Ganze wird. 6 MTH-30 haben wir da stehen und 2 MTH-46 auf der rechten Seite plus TA. Was ist das? TA-12, gell? Topteil. Ja. Und die Omnitronic AZX-208, genau. Ja, fangen wir mal an. So, jetzt haben wir 2x2 um, also alle Bässe parallel. Und schauen wir mal, wie sie sich zusammen verhalten. Normal sollte man, glaube ich, die MTH-46 noch ein bisschen delayen, aber das haben wir die Möglichkeit gerade nicht. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die Tops so mitkommen. Jetzt geben wir ein bisschen Stoff. Wieder 2 Ohm. Boah, Alter. So, wir sind gerade ein bisschen am Messen. Wir haben jetzt MTH-46 und MTH-30 zusammen laufen. Also 2 MTH-46 links, rechts und die 6 MTH-30 in der Mitte. Und so werden wir jetzt Messungen machen. Pegelkalibriert haben wir das Mikrofon.
auf 100, was war es, 102,5 oder so. Jetzt kommt wieder Auto überall. Genau, zusammen spielen sie so. Hab schon eine 1 dB-Skalierung reingemacht. Jetzt können wir nochmal messen. Tun wir mal die MTH 46 weg. Gibt kein Party. Bisschen schauen, was wir machen. So. Jetzt machen wir 6 MTH30. Gut, jetzt sind wir auf jeden Fall leiser, aber ich glaube, den Buckel zieht er nicht so rein. Ho. Gefällt mir ja fast gar nicht. Aber was sind wir jetzt? Das MTH30, ja. Was ist das Blaue? Das ist ein Grä. Das Grüne. Und was ist das Alte? Was war das? Warte mal, das kann man all SPL gehen. Man sieht schon. Also, ja, da hast du halt schon einen leichten Einfall mit den MTHs bei 62 Hertz oder was das ist. Ja. Mhm. Ist halt schon krass. Gerade da, wo der Nutzbass ist. Ja. Können wir mal einen von dir messen? Oder warte mal, jetzt müssen wir einen von mir und dann einen von dir. Machen wir so. So, hier haben wir dann ein MTH30 gemessen. Da haben wir einen riesen Einbruch. Sind ca. 16 dB leiser zwischen dem Einbruch und der oberen Spitze. Und wenn wir 6 MTHs messen, verschwindet der Buckel langsam. Ich glaube, wenn ich jetzt 8 messen würde, dann würde ich ungefähr auch hier sein. Also zieht halt da voll die Badewanne rein, ist echt krass. Und wenn ich jetzt alles messen würde, also MTH 46 und MTH 30, zieht das MTH 46 schon ein bisschen Grad. Also im Vergleich, das ist ein MTH, das Rot, das Orange, das sind 6 MTHs und das sind alle MTHs zusammen. Jetzt messen wir nur das MTH 46 alleine. Bin ich gespannt, wie sich das verhält. Ich glaube aber tatsächlich, dass es ziemlich linearer sich verhält wie das MTH 30. Genau. Ach ja, und wegen Pegelunterschied, da habe ich jetzt nicht geschaut, weil ich habe das Mikrofon näher hingelegt bei dem, weil ich einfach sicher sein wollte, ob der Buckel wandert, aber er wandert tatsächlich. Das heißt, er liegt am MTH 30 tatsächlich, dass da so ein Buckel reinfällt. Ist schon ein bisschen komisch, da einen riesen Buckel drin zu haben. Ja. So, das wäre das MTH 46. 1. Haben wir hier auch einen leichten Einbruch. Aber im Endeffekt spielt das MTH 46 schon tausendmal besser als das MTH 30. Das MTH 30 hat hier so einen Einbruch. Aber wenn es jetzt mal auf YouTube geht und sucht, da hat jemand schon eine Messung gemacht, das schaut 1:1 genauso aus. Da haben wir auch einen gleichen Einbruch genau da. Also, weiß nicht, ob es von der Location kommen kann. Wird eher ein bisschen lustig. Aber da verändert sich nichts. Nee. Komisch. Ja, ist auf jeden Fall sehr komisch, dass da so ein Buckel drin ist. Dann sind es 6 MTHs, die machen den Buckel schon ein bisschen weniger. Bei 8 MTHs, ja, hast du eher weniger Buckel. Da ist es schon ein bisschen besser. Die Kuhle. Und das ist alles zusammen. Also MTH 46 und MTH 30, da verschwindet die Kuhle fast. Also da macht das MTH 46 Wunder mit die MTH 30, muss ich ehrlich sagen. Ja, oder? Super. Das haben wir auch mal nicht so übersteuert, nichts. Bisschen leiser. Oder geht noch ein bisschen was? Ja, muss ja nicht, muss ja. Jetzt haben wir 2 MTH46 links, rechts. Ja, es ist leise. Scheiße. Du kannst schon mal in die M-Regel oder was machst mal. Bisschen geht schon, ja. Das soll schon gehen. Ist das Rauschen vom Wind lauter? Man kennt ihn. We'll be right back.
Kreis jetzt auseinanderstehen. Was ist an jetzt? MTH 46. Macht schon weg. MTH 46. Beide. So, jetzt sind wir zu dem Fazit kommen, dass 4 MTH 30 zwar lauter sind, aber die 2 MTH 46 deutlich tiefer spielen. Oder was sagst du dazu? Das ist leider so. Was heißt da leider? Ich dachte eigentlich, meine kommen mit, aber anscheinend nicht. Dafür stinken die schneller. Wir haben vorher 2x2 umgefahren, also das heißt alle zusammen. Der Limiter war bei 83 VPL, wir sind noch nicht ins VPL gekommen. Aber die waren dann tatsächlich ganz schön schnell am Kotzen, am Hublimit und am Stinken. Wo die da sich noch langweilen. Also ja. MTH 30, erst ab 6 rentieren sie sich und dann im 8er bzw. im 12er Stack würde ich mal empfehlen. Aber ab 6 Stück schiebt schon echt gut. Aber 2 alleine und 3 alleine ist ein Schmarrn. 4 geht schon, fangt mal an. Ab 6 geht's richtig gut und ab 8 ist dann Abfahrt. Ja, alles drüber ist nur krass. Genau. Aber so, wenn du jetzt 2 MTH 46 oder 4 hast, da bin ich wunschlos glücklich im Endeffekt. Ja. So viel jetzt zum Fazit, genau. So, Prost. Wo ist dein Bier? Das ist schon lade, oder? Eieiei. So, das hat unsere Theorie bestätigt, circa bei ja, 66 den Einbruch. Und er hat ihn auch so bei 60. Er hat aber nur 2 MTHs gemessen und ich habe da jetzt 1 genommen. Wir hätten jetzt auch 2 messen können, aber jetzt machen wir es nicht mehr. Wenn ich 6x MTH 30 nehme, ist der Buckel schon wieder fast raus. Wenn ich jetzt 8 nehmen würde, dann wird es ja exakt genauso ausschauen im Endeffekt wie hier. Also ich sage mal, die MTHs buckeln sich im Stack. Genau. Und warte mal, ist das jetzt noch ein Unterschied zwischen Tiefgang? Das würde mich jetzt noch interessieren. Das heißt, wir machen MTH aus und ein MTH 46 aus. Also sie kommen tiefer schon her. Sie ist aber. Ja, die ganze Kurve verschiebt sich halt ein bisschen. Ich sage mal, voll da bist hier. Lustig, hier bist voll da. Voll da und gleich wieder weg. Ja, ist 40 Hertz. Schaffst gar nicht ganz, auch mit 6 Stück. Nie. Bist schon bei 50 Hertz Pegel. 45, sowas. Hingegen eins alleine bei 49. Genau, das kommt recht genau hin. 49 und 6 Stück bei 45, sowas. Das ist ein bisschen besser. Und der Buckel schließt sich hier langsam. Und ja, wie gesagt, MTHs machen so ab 6 bis 18 oder noch mehr. Also die 30er. Die 46er sind von Haus aus schon ein bisschen linearer. Halt. So. Na gut, jetzt haben wir wieder eine andere Eskalierung drin. Ja, du Hund. Das ist jetzt MTH 46. Gut, das sind wir auch so bei, ich sage mal 45, aber es sind halt nur 2. Hingegen brauchst du 6 MTHs,
um quasi genauso auf den gleichen Pegel zu kommen. Und bei 4 kommst du ja niemals auf das Ding. Genau. Und man sieht, das MTH 46 spielt deutlich besser. Ist jetzt 1 alleine gewesen. Und das ist auch 1 alleine. Also das ist krass. Ich geh doch zu 103. 103. Also 100,3 sowas. Da können wir jetzt gleich mal vielleicht mit dem Hänger her von der Hufschmidt. Da schickst du ihn hinten rum. Ja, ich schicke ihn hinten rum, ja. Mach ich. Servus, PA-Freunde, Semitontechniker. Ja, da bin ich wieder. Bezüglich des MTH-Frequenzverlaufs ist mir da vielleicht noch was aufgefallen oder ja, eingefallen, warum bei der gewissen Frequenz ja so die Kuhle drin ist. Man hat ja gesehen, dass das schon richtig abnormal hart ist. Also da geht ja wirklich, es geht ja so steil hoch, ein bisschen rabbel, rabbel, rabbel und dann geht schon wieder runter und dann gleich wieder hoch. Das liegt sehr, sehr wahrscheinlich, was ich mir denken kann. Klar, wenn es nicht stimmt, gerne Berichtigung in die Kommentare, denke ich daran, dass das, ja, dieses Hornprinzip einfach ist, wegen dem zeitlichen Versatz, beziehungsweise, ja, hier arbeitet das Chassis, was nach oben drückt oder nach unten drückt. Zeitlich ist das ja was anderes, weil der Schall ja erst den Weg gehen muss und vorne wieder rauskommt. Das ist quasi, ja, so eine Art Auslöschung bei 60 Hertz, kann ich mir vorstellen. Also, ja, anders würde ich es mir wahrscheinlich nicht vorstellen können. Genau. Wer was Besseres weiß oder Ähnliches, ich habe da mal beim Laurin ein bisschen aufgepasst, so hat er es erzählt und genau der Effekt ist tatsächlich bei mir auftreten. Also ja, auch die Leute, die das MTH 30 haben, ja. Was hilft dagegen oder was hilft allgemein? Ja, man siehe, oh hoppala, Membranfläche und ganz, ganz viele Kisten. Ja, das ist das, was hilft, wo man da gegen die Kuhle ein bisschen gegensteuern. Ja, und zum Tiefgang, ja, ein bisschen Tiefgang kriegst du schon hin, ein bisschen mehrer. Aber die allgemeine Pegel oder ja, wie sagt man, die Tiefpasskiste ist jetzt das MTH 30, nicht? Also das sollte man sich hoffentlich im Klaren sehen, dass das MTH 30 kein Tiefpassmonster ist. Gut, das wollte ich nochmal gesagt haben. Aber ich hoffe, ihr habt das, was ich jetzt erklärt habe, ein bisschen verständlich rüberbracht. Zur Not einfach beim Laurin mal reinschauen, bei Auftragssound, der erklärt das top. Genau, das wäre jetzt noch die Vermutung von mir gewesen. Ja, genau.